Yo Leute, willkommen zu einem Manga-Update für den Monat Dezember. Was ich mir alles im Dezember gekauft habe, ist zwar jetzt ein bisschen spät, aber besser spät als gar nicht. Ja, das sind, ich habe mir davon eigentlich nichts gekauft, das habe ich alles eigentlich geschenkt bekommen, weil ich irgendwie mein ganzes Geld für Weihnachtsgeschenke ausgegeben habe. Ja, bin ich froh, dass ich da trotzdem was bekommen habe. Also, zumindest jetzt mangamäßig. Ich habe die schon alle durch, also war eigentlich alles ganz toll. Und ich fange dann mal an. Und zwar, ich hätte hier einmal, wenn ich jetzt hier einen durchstrick, ah, verdammt, muss ich sogar so machen. Ich hätte hier einmal Fairy Tail Band 30. Ja, ist eigentlich, war Hintergrund, kennt ihr, ist ein richtig toller Band. Also, ich habe ihn mir gekauft, weil, die, die Fairy Tail nicht kennen, bitte kurz stumm schalten, bis der nächste Manga angezeigt wird. Ich habe mir den gekauft, weil das halt der Teil ist, wo die für 7 Jahre verschwinden. Das fand ich halt voll cool. Gefällt mir. Also, das war halt mein Lieblingsteil von Fairy Tail, wo die verschwinden. Also, ja, deshalb habe ich mir den gekauft. Und ja, ich finde das Cover auch irgendwie voll cool. Mit Aknologie und Natsu. So, dann das nächste. High School DxD. Ich dachte mir, ich kenne den Anime. Vielleicht ist der Manga besser. Also, jetzt storytechnisch war ja nicht so wirklich. Ja. Ist ja meistens so, dass der Manga irgendwie ein paar extra Einzelheiten enthält. Ich suche mal kurz eine Seite raus. Ich fand den Manga eigentlich. Naja, ganz okay. Da wurde halt irgendwie am Anfang ein bisschen was ausgelassen. So wie ich den Manga halt kenne, es halt, gibt halt Farbseiten. Ja, Farbseiten. Am Anfang. Und halt, ja, hier, der Anfang ist halt, ja, dieser hier. Zeichenstil geht. Also ist eigentlich ganz in Ordnung. So. Noch irgendwas? Nee. Sollten 7 Mangas sein, ja, sind 7 Mangas. So, dann habe ich auch neu bekommen, High School of the Dead. Ja, also jetzt, warum ich jetzt sage, dass ich das mir halt genommen habe, mir wurde gesagt, ja, such dir mal bitte für diese Sommer ein paar Mangas aus. Und ich habe gesagt, ja, okay, ich suche mir ein paar Mangas aus. Und die Mangas hätte ich mir sowieso gekauft. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass mir irgendwas random geschenkt wurde, sondern ich habe mir das bewusst ausgesucht. So. High School of the Dead. Ja, ist eigentlich ein ganz guter Anime gewesen. Also ich bin ja eher so ein, auch ein Zombie-Fan. Hinten sieht man sogar auch, welche Waffen die benutzt haben. Ja, ich suche mal auch mal kurz eine Seite raus. Der Anime, da war ja eigentlich ganz toll. Ganz cool. Farbseiten. Ja, doch, kommt den Anfang. Ich sage auch mal den Anfang. Zuerst kommen Farbseiten, ein paar Farbseiten. Farbseiten und dann halt kommt hier der Zeichenstil. Ist halt, denke ich mal, wieder Anime. Minimale Abweichungen, aber mir gefällt er. Toller Manga, toller Anime, mir gefällt es. Ich empfehle es jedem, der Zombies mag und Splatter. So, dann kommt vielleicht die nächste größere Serie, die vielleicht so groß wird wie Fairy Tail oder One Piece, wurde mir gesagt. Und zwar, das wäre Seven Deadly Sins. Ist ein eigentlich voll der coole hier, voll der coole Manga. Also ich habe mich beraten lassen, aber wenn ich denke, frage ich die Leute so, ja. Haben sie irgendwas, Horrorsblätter, was weiß ich? Und meistens zu Horrorsblätter sagen sie, nee, du hast schon alles, was dir gefallen könnte. Dann frage ich halt, ja, irgendwas ähnliches wie, was weiß ich, One Piece, Fairy Tail. Jetzt kommen die halt hier mit Seven Deadly Sins an. Dann dachte ich mir, ich hatte halt noch einen Kumpel dabei, der hat gesagt, ja, das ist ein guter Manga. Und dann dachte ich mir, okay, hole ich mir ja, Cover. Wie die alle heißen, weiß ich nicht mehr. Ist lange her, dass ich es gelesen habe. So, vielleicht auch ein paar Seiten. Wahrscheinlich die Anfangsseiten, natürlich. Ja, doch, komm. Die Anfangsseiten klingen gut. Also einmal hier der Start. Ist ja allen bekannt.
Und dann halt hier. Ach man, das Licht. So. Vielleicht hört man das, ich bin krank. Ja, geht nicht so gut. Dann eine Serie, die ich weitergekauft habe. Ich hatte den ersten und zweiten Band davon. Und zwar, ich dachte mir, komm, hol ich mir mal weiter. Monster Hunter Orange. Ich weiß, dass der Manga dann irgendwie nach dem vierten Band abgebrochen wurde, aber ich will die dann wenigstens dann haben, dass ich alle vier Bände habe. Ich hatte die ersten zwei und ich dachte mir, komm, ich hole mir auch mal den dritten. Und ich habe den dritten gelesen, aber ich habe vergessen, worum es geht, wenn ich ehrlich bin. Seite kennt ihr ja. Ja, hier. Sollte man auf jeden Fall kennen. Ne, zeige ich nicht. Also hier, der Typ. Ja. Wenn ihr den Zeichenstil sehen wollt, ich habe es, glaube ich, im ersten Band gezeigt. Ja, doch. One Piece habe ich mir auch gekauft, und zwar Band 61. Warum? Es hat eigentlich dasselbe mit. Ja. Am besten jetzt kurz stumm schalten, ist wieder ein Spoiler, bis zum nächsten Manga. Die, die es nicht wissen. Band 61 ist der Band, wo die halt wieder zusammentreffen. Und ich dachte mir, komm, das gefällt mir, kaufe ich mir mal. Und ich habe es mir dann gekauft. Und wie ich gerade gemerkt habe, die Farbe, die unterscheidet sich. Das ist jetzt hier der, das ist hellblau. Und jetzt, wenn ich einen anderen Band raushol, das ist jetzt hier so farbtechnisch seltsam. Okay, gut, habe ich gerade erst gemerkt. Ah. Ah, hinten ist es normal. Jungs, hinten ist es normal. Gut. Fake. Ja, ist halt so. Also ich. Was weiß ich. One Piece ist generell einer meiner Lieblingsanimes und Mangas auch. Da werde ich wahrscheinlich auch in Zukunft weiterkaufen. So, und jetzt kommen wir mal zum letzten Manga, den ich weitergekauft habe. Den ersten Band haben wir in meiner Manga-Sammlung gesehen, jetzt kommt der zweite. Tada! Gut, dass man es auch so gut sieht. Cops Party. Wartet kurz. So. Cops Party. Man hat den ersten Teil gesehen. Ich habe da, glaube ich, sogar den Zeichenstil gezeigt. Deshalb zeige ich ihn jetzt nicht. Ja. Ist halt toller Manga. Kann ja kurz den ersten rausholen. Die Seiten sind diesmal blau. Beim ersten waren es rot. Ja, wartet. So, das war der erste Band. Ich habe das Teil nicht abgeklebt, weil, keine Ahnung, ich lasse es so. Hier. So sieht das Cover halt aus. Ist halt jetzt hier rot. Das war halt der Hintergrund. Ja. Cops Party, warum ich mir heute gekauft habe. Ich mag Splatter und da irgendwie zur Zeit nicht so viel Splatter für mich vorhanden ist. Also das, was mir halt gefällt. Kaufe ich mir halt dann die Bänder weiter und ja, und auch anderes. Ich habe mir vor, auch einen anderen Band zu kaufen in diesem Monat. Also ich weiß nicht, ob es der einzige Band wird, den ich kaufen werde, aber ich werde mir auf jeden Fall einen Manga kaufen. Einfach nur, weil ich den Entwickler dann unterstützen will, weil mir der Manga, der halt im Januar, also jetzt, der zweite Band rausgekommen ist, den feiere ich richtig. Also ich bin da gerade auf Englisch, bin ich da gerade auf dem neuesten Kapitel und ja, ich würde gern mehr davon lesen, wenn es geht, aber das dauert halt immer mit der Zeit. Ja, und deshalb muss ich mir halt erstmal den zweiten Band kaufen, dann den dritten und irgendwann kommt dann wieder ein neues Kapitel und ich kann weiterlesen, ja. Das war es auf jeden Fall von mir diesmal und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Die Updates, die werden dann halt für Dezember. Wird halt immer. Also, ich kaufe mir halt. Ich sag's mal kurz, wie ich es mache. Ich kaufe mir das halt jetzt im. Sag mal, ich kaufe mir jetzt Mangas. Und dann kommt im Februar, kommt dann das Update, was ich mir halt gekauft habe. Und dann kaufe ich mir im Februar vielleicht wieder was. Und dann kommt im März wieder das Update, was ich mir gekauft habe. So werde ich es machen. Falls andere es anders machen, ist mir das eigentlich egal. Ich mache es so, wie ich es halt machen kann, machen will, machen möchte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Snow White. Ciao.